Was ich euch als Tipp gebe, dass ihr durch diesen Text in deutsche Umschrift aufschreibt, auf ein Blatt und immer mitliest. Ich gebe euch noch einen schönen Tipp, und das kann ich, Alhamdulillah, weil ich auch neuer Muslim bin, was ich euch für einen Tipp gebe, ist, dass ihr beispielsweise, wenn ihr zu Hause betet, euch zum Beispiel einen kleinen Tisch hier an die rechte Seite stellt, so, wo ihr ein Blatt drauf legt und diesen Text draufschreibt. Und dann schaut ihr halt nicht auf den Finger, sondern auf dieses Blatt und lest diesen Text ab. Dass ihr dort in deutsche Umschrift hinschreibt, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, bis zum Ende. So, wenn man damit fertig ist und man ist im letzten Rakat, das heißt, man betet zum Beispiel zwei Rakats, letzter Rakat, dann sagt man Allahumma inni a'udhu bika. Und hier könnt ihr das direkt mitlesen. Man hält den Finger weiter so auf die Art und sagt, schaut normalerweise auf den Finger, aber ihr könnt euch das auf dieses Blatt schreiben. Das ist eine Notwendigkeit und ein Hilfsmittel, um das Gebet zu lernen. Ja? Dann sagt ihr, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min shari masihi ad-dajjal. Das heißt, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor dem Höllenfeuer und vor der Strafe des Grabes, vor der Strafe der Hölle, vor der Strafe des Grabes und vor der Verführung und Versuchung des Lebens und des Todes und vor dem Übel oder min shari fitnati Masih ad-Dajjal oder vor dem Übel der Versuchung des Masih ad-Dajjal, des Antichristen. Diese Dua am Ende. Und wenn man damit fertig ist, dann sagt man mit dem Kopf, guck mal auf die rechte Seite, und das heißt, dass der Engel, der auf der rechten Seite ist, man sagt, man grüßt den damit, oder der neben ihm sitzt, und sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, und dann geht man auf die linke Seite und sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nochmal, man macht hier diese Dua, Atahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu, Assalamu ala nabi, wa rahmatullahi wa barakatuhu, والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Da muss man nicht so machen. Manche Leute denken, man müsste irgendwie den Hals verrenken. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gibt es nicht. Sondern macht so. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und das Kinn soll so sein, dass man von hier sehen kann. Ja? Nicht nur so. Ja, auch nicht so nach hinten, sondern so, dass wirklich fast auf Schulter ist. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Okay. Dann ist man fertig, ja, mit dem Gebet. So, das ist das Erste. Man kann auch sagen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Das heißt, es gibt vier verschiedene Versionen, das zu sagen. Meistens sagt man, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das sagt man meistens. Man kann auch sagen, Assalamu alaikum wa rahmatullah hier, oder, und dann hier, Assalamu alaikum nur, oder man sagt, macht den Kopf auf diese Höhe, nicht auf diese Höhe, in die Richtung, sondern hier, so ein bisschen schräg, und sagt, Assalamu alaikum, das sieht man noch sehr viel in Marokko, dann kann man auch sagen, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dann ist man fertig mit dem Gebet. Was ich jetzt machen werde, ich werde die einzelnen, das ist, wie das Gebet allgemein aussieht. Jetzt werde ich jedes einzelne Gebet vom Tag durchgehen und werde euch berichten, wie die einzelnen Zeiten aussehen.
Denn Allah sagt im Koran, Inna salata kana al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Ja? Und jetzt werde ich die einzelnen Gebete durchgehen. Das heißt, das Beste ist, ihr besorgt euch einen Gebetskalender für eure Region. Kriegt ihr in jeder Moschee. Ja? Und kann man auch aus dem Internet herunterladen. Weil das ist das Einfachste, weil die Zeiten berechnen, das ist eine schwierige Erklärung. Auf diesem Gebetsplan seht ihr 6 Gebetszeiten. Die erste Gebetszeit ist der Anfang. Der erste Gebetszeit ist der Anfang des Morgensgebetes. Die zweite Gebetszeit, die ihr seht, ja, ist das Ende des Morgengebetes. Das heißt, zwischen den ersten beiden Zeiten muss man das Morgengebet beten. Wenn man es absichtlich nicht betet in dieser Zeit, hat man eine große Sünde gegeben. Und wenn man es vergisst, muss man es nachbeten. Man muss natürlich auch nachbeten, weil man schuldet es Allah, wenn man es absichtlich nicht betet. Aber es ist eine große Sünde. Das heißt, die erste Gebetszeit ist was? Ist, wo das Morgengebet anfängt. Die zweite Gebetszeit ist, wo das Morgengebet aufhört. Das Morgengebet geht folgendermaßen. Es besteht aus 2 Gebetseinheiten. Das heißt, ich gehe 2-mal runter und mache 2 Sujud. Und mache 2 Verbeugungen. Auf diese Art und Weise. Die Kira'a, das heißt das Koranlesen, ist in diesem Gebet, das heißt auf Arabisch, heißt Morgengebet Fajr-Gebet oder Subh-Gebet, Subh oder Fajr, je nachdem. Es kommt auch auf die Region an, aber das ist beides richtig. Also ich fange wieder an, wie? Indem ich sage, Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Jetzt kommt was? Die Fatiha, die erste Sura. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. So, das war die Fatiha. Das ist der einzige Bestandteil, der laut gelesen wird. Außer der Imam, der gibt die Kommandos an, damit die anderen ihm folgen, gibt er die laut an. Aber wenn man alleine betet, das ist das Einzige, was man laut betet. Wenn man hinter einem Imam betet, liest man die Fatiha leise mit sich mit. Auf diese Art. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay? Also, wenn wir jetzt fertig sind, was machen wir? Allahu Akbar. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Dann. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa laka alhamd. Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar. Diese Dinge sind alle leise, wenn man alleine betet, auch wenn man hinter dem Imam betet. Nur als Imam sagt man das Takbir, Allahu Akbar, laut. Ja? Ich mache das jetzt nur vor, damit man es lernt. Jetzt sage ich wieder, Allahu Akbar, leise, gehe runter. Dann sage ich leise, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Jetzt komme ich hoch und ich sage leise, Allahu Akbar. Bleibe kurz sitzen, weil ich habe 2 Sujud gemacht. Bleibe kurz sitzen. Als wenn ich Brot knete, stelle die Hände auf und komme hoch. Stehe ich wieder, was mache ich? Ich sage, wenn ich alleine bete zu Hause, das lese ich jetzt laut, die Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Und das Bismillahirrahmanirrahim kann man auch leise lesen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر